dreht auch immer der Hahn schön rein. So. Guck mal. Da ist halt ein bisschen Vogelkacke. Ich glaube, es könnte ein bisschen näher sein, ja, oder? Ha, das finde ich nett. Ja. Okay, ich habe eine Frage, die ich dir stelle. Ja. Ja. Wenn die Leute dort aus unserem Retreat wieder rausgehen, ja, welche drei Sachen möchtest du, dass sie fühlen oder mitnehmen? Mm. Oh, das ist eine schöne Frage. Das Erste, was kommt, ist Entspannung. Also, warte, das muss ich, glaube ich, ein bisschen erklären. Also diese innere Ruhe, dass alles okay ist. Mhm. Weil ich glaube, dass aus diesem State so viel entstehen kann. Also an Kreativität, an Möglichkeiten, an Weg, weil man dann nicht mehr so viel nachdenkt über die Dinge, sondern ist und aus sich heraus, aus der Freude heraus, aus Verbindung mit sich entfaltet. Das wäre eins, also Entspannung. Ich habe mir gerade so einen Pfeil und Bogen vorgestellt und war so richtig, wenn man loslässt und es sich entspannt, ja, dann kann der Pfeil fliegen, wohin, ja, er will. Ja. Also kam dieses Bild. Oh, das ist aber echt ein schönes Bild dazu. Ja, Entspannung. Oh, das hat auch so was Aktives irgendwie. Okay, das Zweite ist kreative Freude, kommt mir jetzt gerade so. Also diese, ja, die Freude an dem, was man erschafft, egal was es ist. Also sei es jetzt was Künstlerisches oder sei es ein privates Projekt oder ein berufliches Projekt oder einfach die Freude auf das, was dann kommt nach dem Retreat, was auch immer das ist. Dritte, innere Stärke. Mhm. Das ist auch schön. Also das hat ja auch so ein bisschen was von sich wieder bei sich sammeln und, dies, und aufrichten und dann so diesen Fokus zu haben, wo man hingeht. Mhm. Ja, ich glaube, das wären zwei Dinge. Voll schön. Was ist es bei dir? Ich glaube auch vor allen Dingen diese innere Ruhe oder diese innere Zentriertheit. Also, dass man einfach mal im Sinne von, man zieht die Sinne zurück aus seinem Alltag, aus, ja, dem, wo man herkommt und spitzt sie für was Neues oder für sich selber. Ja, ja. Und dass man dann wirklich so mit dieser Zentriertheit irgendwie rausgeht und so merkt, ich habe mal kurz auf Pause gedrückt von den alltäglichen Wahrnehmungen. Und deswegen finde ich es eben auch schön, dass es woanders stattfindet. Ja. Mit einer ganz anderen, ja, Energie und einer ganz anderen Umgebung. Ja. Mhm. Dann ist es, glaube ich, auch Inspiration. Also so ein bisschen dieses mit dieser kreativen Freude auch. So im Sinne von, dass man vielleicht ein paar Impulse bekommen hat, was man gerne machen möchte, ja, wo es einen hinzieht. Mhm. Welche Dinge möchte ich vielleicht verändern? Oder vielleicht ist es einfach nur, ich möchte mir mehr Zeit nehmen, auch mal für mich zur Ruhe zu kommen. Ja, ja. Das Dritte ist, glaube ich, einfach auch eine schöne Erfahrung. Also so eine, sag ich mal, dass man in so eine Herzensverbindung gegangen, ja, ist. Ja. Mit anderen, mit sich selber, dass man einfach zurückdenkt und ist so, oh, das war irgendwie, das behalte ich in meinem Herzen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. So ein Erlebnis, was hinterher weiter wirkt. Genau. Ja. Dass immer, wenn man total daran denkt, kommt man in so eine Schwingung und in so eine Frequenz von, ach, ist das schön. Ja. Und ist, ja. Voll schön. Ja. Mag ich. Unsere 6 Begriffe. Ja. Ich finde es auch irgendwie schön, dass wir so ein bisschen schaukeln. Ja, ich habe mich gerade so, ich auch, gewogen. Ich auch. Genau, das war nämlich das, was ich vorhin sagen wollte, als dann unsere Kamera ausgegangen ist. Dass ich auch finde, in so einer Gruppe ist es ja so oft einfach
wie kein Zufall, dass genau diese Menschen zusammen in einer Gruppe sind. Und ich finde das immer sehr spannend, welche Themen dann da aufkommen und auch was für Menschen mit welchen Skills da hinkommen und wie man sich dadurch dann gegenseitig auch inspiriert. Ja. Eigentlich finde ich, dass es das Video schon ist. Ja. Ach, ich fände es einfach schön, wenn das möglich wäre. Ja, ich auch.